Grüß euch miteinander. Heute ist der Infrarot-Himmel da beim Plasmatec-Institut in Wolfsberg. Hallo Harald, danke, dass wir da sein dürfen. Hallo Markus, schön, dass du gekommen bist. Dankeschön, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Natürlich. Viele da draußen interessiert das Thema Autarkie, das Thema Selbstversorgung. Natürlich Blackout ist auch mittlerweile immer mehr Thema. Ja. Harald, das ist so eigentlich das, was ich bei dir kennenlernen habe dürfen, ja, zu dem Thema. Ja, also ich glaube, das passt sehr gut zusammen, weil wir haben uns vor vielen Jahren einen gemeinnützigen Verein gegründet, gell, wo wir dafür sorgen, dass wir aus diesen alten, weggeworfenen 18650er Zellen, die wir quasi in alle Akkuschrauber, in die Laptops, Tesla-Autos, E-Bikes, was jetzt immer mehr kommen, da sind überall diese drinnen, diese Zellen. Ein Müllproblem unserer heutigen Zeit, oder? Ich fahre ja seit 2014 elektrisch, gell, da habe ich mir immer anhören müssen, ja, aber die Akkus und die armen Kinder in Afrika und das Lithium. Und da haben wir überlegt, wie können wir das lösen, und wir haben tatsächlich eine Technologie entwickelt, wo wir diese Zellen mit so hochfrequenten Impulsen wieder auf Vordermann bringen. Das funktioniert ungefähr bei 70% der Zellen. Gell? Ja, das muss ich auch dazu sagen. Also einer der Mitgründer, wir haben uns eigentlich kennengelernt bei einem Vortrag, wo du eigentlich der tolles eigentlich Recycling-Lösung eigentlich gezeigt hast. Ja. Über unser Infrarot-HC-System eigentlich im Prinzip dargestellt. Und da haben wir eigentlich gesehen, es passt eigentlich sehr gut miteinander. Perfekt, Und vor allem, was mir bei dir wirklich beeindruckt hat, meine, das ist wirklich Pionierarbeit, was da geleistet wird, dass man sich einmal darüber Gedanken macht, wie könnte ich eigentlich, was ein anderer sagt, das ist Sondermüll, wie könnt ihr das wieder im Prinzip zum Leben erwecken? Und du sagst ja, und das hat ja mich so beeindruckt, dass deine refreshten Zellen, die sind ja besser als wie neu, oder? Dazu erklär das einmal vielleicht einmal. Das ist ganz interessant. Da ist eben die Technologie dahinter mit hochfrequenten Impulsen. Also ich möchte nicht sagen, dass wir jetzt das alleine erfunden haben, sondern das basiert schon auf Technologie von der Nikola Tesla. Ja. Und dann später gibt es noch einen Dr. M.T. Cash, ist ein iranischer Kernphysiker, da haben wir sehr viel gelernt. Ja. Und da sind wir eben drauf gekommen, wenn man das eben mit Frequenzimpulsen ampulsiert, wird die Zelle neu strukturiert. Gell? Mhm. Sie wird also immer besser. Zum Beispiel, wenn du eine Autobatterie hast, da hast du dann im Laufe der Zeit so Sulfatschichten drauf auf die Platten. Gell? Und im Winter merkst du dann, wenn du starten willst und es ist kalt, auf einmal geht nichts mehr. Nicht? Und, und mit diesen hochfrequenten Impulsen kann man diese wieder runtersprengen. Gell? Okay. Und wenn die Zelle noch keinen Kurzschluss hat, also wenn sie physikalisch noch in Ordnung ist, gell? Dann kann man das wieder beleben. Das ist aber bei den meisten eigentlich die, wo es eigentlich auf der Mülldeponie eigentlich. Bei den meisten? Das ist eigentlich das, was du mir ja auch gesagt hast, was beim Thema Elektroradl so wichtig ist. Genau. Weil du da so viel weggeschmissen, was eigentlich gar nicht eigentlich hin ist, oder? Du hast ja, glaube ich, sowas da gerade. Genau, also das ist jetzt eine kleinere Version davon. Diese Zellen sind ja von Sony, Samsung, LG, werden sie seit 35 Jahren industriell gefertigt. Ja. Du hast diese Zellen ja überall drinnen. Also in jeder Elektrozahnbürste, in die Zigaretten, in die E-Zigaretten und eben auch in die E-Bikes und so, das ist ein kleinerer davon, aber es gibt die größeren E-Bike-Akkus und jetzt hast du oft das Thema, du lässt das in der Sonne stehen, jetzt scheint die Sonne drauf, das ist heiß, die Elektronik erkennt, hoppala, viel zu heiß, müssen wir abschalten und manchmal ist es nur die Elektronik, die dann der mal einschaltet. Jetzt kannst du den Akku der mal laden und jetzt glaubst du, der ist kaputt. Und der ist wieder ein richtiges Geld in die Hand nehmen. Genau, musst du einkaufen. Genau, und das ist eigentlich schade, weil die Zellen, die sind sehr langlebig, halten unglaublich viel aus. Das heißt, die Zelle als solches, wenn sie halbwegs behandelt wird und nicht immer voll geladen wird und nicht immer komplett entladen wird, weißt, da gibt es eine Range zwischen 10% und 1%, kann die fast ewig halten. Gell? Und das erforschen wir. Das ist ja voll interessant. Genau. Und das muss man ja sagen, also das ist ja auch die Pionierarbeit, was ich ja in der Form noch nirgendwo kennengelernt habe. Das hat mich total beeindruckt. Genau. Natürlich sind wir auch drauf gekommen, du bist in Wolfsberg, wir sind ein Fehler. Also sind wir eigentlich ganz nah beieinander. Genau. Aber das Schöne ist dran, bei euch kennen die Leute das Lernen im Prinzip, dass sie die Akkus quasi zerlegen, also diese Packs. Und da haben die Zellen wieder im Prinzip refreshen. Genau. Und aus dem habt ihr eigentlich noch einen Hausspeicher für Häuser entwickelt. Genau, gell? Das zeigen wir dann. Wir haben gerade einen Workshop laufen auch. Okay. Da kommen die Leute teilweise von Berlin, von überall her, von 1000 Kilometer fahren sie nachher, von der Schweiz, Italien, weil es eben die Möglichkeit gibt, selber das zu machen. Weil in so einem Hausspeicher stecken 200 Stunden Arbeit drinnen. Gell? Das heißt, die Arbeit, wenn du das selber machst, kannst du wirklich viel Geld sparen. Gell? Wo man natürlich die technische Voraussetzung dazu hat, dass man das. Das kannst du bei uns lernen. Das kann man bei euch lernen. Ja? Genau. Okay. Ja. Also bei uns lernst du von der Pike auf. Also wir haben alle Berufsgruppen da, du musst überhaupt keine Vorkenntnis haben oder mitbringen. Ja.
Das ist das Schöne dabei. Und wir zeigen den Leuten von der Picke, also vom Zerlegen bis hin, die ganzen Schritte, bis dann einen schönen, wir blenden es dann ein, einen schönen 12 Kilowattstunden Speicher dann hast. Und also ein System, wenn du sowas kaufst, bist du gleich mal 12.000, 15.000 Euro los. Gell? Und da hast du wirklich Cradle to Cradle, nennt sich das, aus quasi etwas, was schon im Müll ist oder für den Müll vorgesehen ist. Der Kreislauf wieder geschlossen ist. Genau, also wieder geschlossen wird. Und du kannst das viele Jahre oder Jahrzehnte weiterverwenden und das erforschen wir eben. Vor allem, also was uns ja auch ein bisschen miteinander verbindet, bei dir geht es ums Thema Nachhaltigkeit, es geht ums Thema Umweltschonen, das klimaneutral. Aber das geredet das geschwind einmal was, aber man muss auch tun. Und das Tun ist oft sehr zeitintensiv. Genau. Natürlich fließt da relativ viel Geld in die ganzen Geschichten rein. Das sieht es bei uns genauso. Forschung und Entwicklung. Forschung und Entwicklung kostet Geld, kostet sehr viel Lebenszeit, aber wenn man nachhaltig dadurch was verändern kann, ist das positiv. Genau. Man muss einmal im Kleinen anfangen und nicht immer gleich den ganzen Planeten rollen, weil wenn jeder würde im Kleinen was verändern, dann tat es alle besser gehen. So ist es mir gegangen vor 12 Jahren ungefähr, 2010 war das, oder 13 Jahre ist das schon her, habe ich mal bei mir selber angefangen. Also ich habe überlegt, wie kann ich meinen Haushalt selber umstellen, weg von der Verbrennungstechnologie, also Öl, Gas, alles Mögliche, wo wir heute ja sehen, wo das hinführt, die Abhängigkeit. Das letzte Jahr war spannend. Das war extrem spannend und ich wollte halt schon in einer frühen Zeit mich abkoppeln von dem und habe mal probiert, wie geht denn das? Und auch mit den elektrischen Fahren und es gibt ja dann die gebrauchten PV-Module auch, da gibt es ja auch einen Sekundärmarkt mittlerweile. Das habt ihr hier ja im Prinzip genau, für unsere Mitglieder. Ja, genau. Das ist vielleicht ganz interessant für unsere Leute draußen. Also ich habe früher mal eine Firma gehabt, wo ich PV-Anlagen gebaut habe, natürlich mit neue Module, die sind halt schweineteuer und so weiter. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, eigentlich gibt es da einen Sekundärmarkt, wo große Anlagen zurückgebaut werden, in Deutschland, in Frankreich, in Italien. Weil sie einfach zu wenig Einspeisevergütungen kriegen oder weil einfach auf das Ablauf... Sein, Genau, und dann verkaufen sie den ganzen Krempel zum Kilopreis quasi. Ja? Und mit unseren Mitgliedern haben wir eben die Möglichkeit, weil wir so viele Mitglieder haben, dass wir ganze LKW-Züge kennen. Entschuldige, dass ich da jetzt einmal einhake. nur mal im Endeffekt, um das auch auf den Punkt zu bringen. Ihr seid ja im Prinzip ein gemeinnütziger Verein. Ein gemeinnütziger Verein, genau. Erklär das vielleicht einmal. Der nicht gewinnorientiert arbeitet. Das heißt also, unser Ziel ist es einfach, unsere Mitglieder über Forschungsprojekte möglichst autark zu kriegen. Ja, also ich sage mal, ganz autark ist schwierig. Wir haben ein, zwei Mitglieder, die sind komplett weg. Gell? Sie haben sich abgekoppelt. Da gibt es auch ein paar Videos auf unserem Kanal. Aber ich sage mal, zu 70% ist schon mal gut. Gell? Und das kann man mit relativ günstigen Kosten hinkriegen, wenn man eben gebrauchte Module verwendet, die aber top funktionieren. Aber du hast ja gesagt, ihr habt es gemessen und das sind ja die gebrauchten Module, auch im Endeffekt von den Leistungsangaben eigentlich noch immer dort noch viele Jahre, beziehungsweise teilweise sogar drüber hast. Also wenn man zum Beispiel nicht die neueste Generation hat, sondern ein 240 Watt Modul oder so, das kriegst du aber wirklich sehr günstigen Preis. Gell? Und jetzt haben wir Messungen gemacht, also bei tausenden Module. Gell? Zum Beispiel jetzt schon im Februar oder im März stößt das perfekt im Sonnenwinkel 90 Grad auf. Gell? Und dann machst du halt Messungen, dann stößt du fest, nominal steht drauf 240 Watt, hast aber Spitzen zu Mittag so 2-3 Stunden lang von 250 bis 260 Watt. Gell? Also eigentlich mehr als draufsteht. Gell? Genau. Also da frage ich mich, für was brauche ich noch ein neues Modul? Ich meine sicher, die neuen Module sind größer, schöner. Und na, vielleicht keine Frage, man muss ja auch sagen, ein neues Modul hat auch mehr Leistung. Bei 400 Watt zum Beispiel. Wenn ich eine gewisse Fläche zur Verfügung habe, hat das schon Sinn. Aber bei vielen Leuten draußen geht es halt heute auch darum, wie können sie sein Haushaltsbudget entlasten. Und das ist ja der Grund, warum wir uns im letzten Jahr sehr viel gehört haben, also fast täglich teilweise. So ist es, Durch die ist es möglich geworden, sage ich mal so, dass wir auch in Leute helfen können, man selber Kundschaften gehabt. Die hätten ohne die hätte keine Photovoltaik gehabt und die hätten auch keinen Stromspeicher, weil so die regulären Systeme ja viel, viel mehr kosten, als wie wenn sie heute das bei euch den gebraucht worden Bereich über einen Verein nutzen können oder eben sie einen Speicher selber bauen oder auch von Mitgliedern, hast du mal gesagt, bauen lassen können, zum Förderbetrag zum Beispiel. Genau, weil es sind ja Mitglieder dabei, die haben viele Anlagen schon gebaut für sich selber, die Experimente. Schon seit Jahren, die haben viele Erfahrungen gesammelt, haben schon mehrere Speicher für sich gebaut und so. Und natürlich wäre es schade, wenn man das Know-how nur einmal verwendet. Und dann gibt es genug andere, die sagen, hey, kannst du mir da helfen oder irgendwas. Und im Rahmen des Vereins, des Forschungsprojekts, sind die ehrenamtlich bei uns tätig. Gell? Und natürlich so können sie sich untereinander vernetzen und so entstehen wirklich ganz tolle Anlagen, auch größere Geschichten sogar, so wie auf
da gibt es ein Wasserkraftwerk, das einen Speicher dabei hat, oder so wie jetzt, hast du kennengelernt, ein Pilzzüchter, der 5 Speicher dann für sich selber baut und so. Wir haben ja im Prinzip schon ein gemeinsames Trocknungsprojekt. Trocknungsprojekt. Immer im Endeffekt heute genau zu mir gekommen ist wegen der Trocknung, genau, durch die der Kontakt entstanden ist. Genau, ja. Und wo wir bewiesen haben, dass wir mit unserer Infrarot-Trocknungstechnologie, das hat jetzt nichts mit den Heizpaneele zu tun, das ist ein anderes Wellenspektrum. Genau. Aber da haben wir halt eine megamäßige Qualität rausgebracht, was jetzt dem jungen Hanfbauer super eigentlich enorm weiterhilft, weil er halt damit eine andere Qualität kriegt und natürlich eine andere Wertschöpfung für die ganze Geschichte. Es ist natürlich die perfekte Kombination, weil wir haben bei dem ein Forschungsprojekt laufen, wo wir quasi ein Tiny House auf Gleichstrom weitgehend aufbauen wollen. Genau. Ja. Im Prinzip also ein Hybrid. Also Hybrid-System. Ja, man genau muss ja sehen. Also vieles auf Gleichstrom, was halt möglich ist, quasi mit Glaspaneele, gell? Also das, die Dachhaut wird dann 100 Glaspaneele haben, gell? Super. Und 2 Speicher drinnen. Ja. Ja? Und dann dein Heizsystem hat natürlich perfekt dazu gepasst. Gell? Muss man auch sagen, das deine Haus hat es mal im Prinzip mit 4 von unseren Heizpaneele. Sensationell, aber kommt messen da, bis wir herzeigen. Ja, das sagen wir jetzt also nicht. Ein bisschen Spannung müssen wir noch aufrechterhalten. Aber das Interessante war halt natürlich ein ganzes Tiny House. Ja. Im Prinzip kann man sagen, das hat da locker. Low Cost, gell? Also locker wirklich, unter einem KW Heizleistung. Und ein KW ist bei dir eine Aussage, wo du hier uns kennengelernt hast, hast du mir das gar nicht geglaubt. Ja, habe ich nicht geglaubt, weil ich viele Module gesehen habe, die einfach nur Strom fressen. Aber das ist eine andere Kategorie. Also ich sage mal, so wie heute diese 18650er die besten Zellen am Markt sind, so sind es auch von den Modulen. Ich habe nur nichts Besseres gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich kann mal sagen, also viele kennen das schon von unseren Videos. Ja. Das ist unser kleinstes Panel, also klein, aber auch hoch, sagt man so. Ja, genau. Ja. Die kleine Platten kann aber im Holzbereich bis zu 30 Kubikmeter und im Ziegelbereich bis zu 25 Kubikmeter beheizen. Schon mit einer Maximalleistung von 0,28 kW. Ja, genau. Aber kommt messen vorher mal gesehen. Ja. Genau. Das werden wir jetzt auch noch mal im Detail anschauen. Genau. Und du hast ja auch gesagt, wir als Experte, frage jetzt einmal ganz klar, erklär bitte mal unsere Leute, wo ist ein Unterschied zu sowas und einem ganz normalen Thermostat? Was tut denn ein Thermostat? Erklär uns mal bitte mal. Ein Thermostat schaltet ja nur ein und aus, gell? Der hat jetzt keine Intelligenz dahinter und da sieht man die Steuerelektronik, das ist auch das Besondere dabei. Das haben wir jetzt auch gesehen, diese Pulsierung, die da passiert. Gell? Ja. Weil es ist ja ein Unterschied, ob ein Panel permanent zum Beispiel 400 Watt zieht, gell? Und dann hast du halt in einer Stunde 0,4 Kilowattstunden verbraucht. Gell? Und das Panel, das zieht eine Zeit lang, das haben wir auch gesehen, das können wir da einblenden. Gell? Und der Thermostat, so wie du es richtig erklärt hast, ist ein Aus. Das heißt, wenn ich 1000 Watt Leistung habe, Leitl, dann haben wir 1000 Watt. Genau, und wir reden eine ganze Stunde oder 3 Stunden. Oder, dann haben wir 10 Stück zum Beispiel, was du bei einem normalen heißen Baldammer hast, wahrscheinlich sogar mehr. Du hast 10.000 Watt. Dann hast du 10.000 Watt. Das geht sich dann mit dem Speicher schwer aus. Nicht? Der Speicher hat 12.000 Watt. 12.000 Wattstunden, genau. Und das würde bedeuten, dass dann noch 1000 mal 12 Stunden der Akku leer ist, wenn keine Sonne nachkommt. Gell? Das heißt auf Deutsch auf dem praktischen Beispiel, auf das will ich nämlich jetzt aus, bei 10 herkömmlichen Platten, und das, was wir uns kennengelernt haben, du hast mir gesagt, mit Infrarot funktioniert es nicht, das kriegt da deinen Speicher leer. So ist es, genau. Also im Prinzip 10 kW heißt ein bisschen über eine Stunde und der Speicher ist leer. Genau, so ist es. Ja? So richtig, also würdest du in einem Einfamilienhaus nicht 12 kW brauchen, sondern wahrscheinlich 120 oder 140 kW Speicher. Das ist mehrere Speicher aufbauen, was natürlich enorm kostet. Enorme Kosten und natürlich die Stromspitzen kommt natürlich eins dazu. Du brauchst halt dickere Kabel, du brauchst extra Sicherung, du brauchst meistens einen eigenen Heizkreis. Und das ist ja das, was im Prinzip bei unserem System ja nicht notwendig ist. Weil ich stecke jetzt einmal da bei dem Speicher ab, wir sind steckerfertig. Eben, Und steckerfertig heißt im Endeffekt einfaches Plug and Play, anstecken, 2 Hackerlampen aufhängen, fertig. Ich kann es natürlich auch im Altbau, wenn du sagst, du hast eine Heizung gehört, das ist oft so das Thema, du darfst dir oft nichts umbauen, gerade in einer Wohnung. Genau. Mit deinen S-Hocken kann ich die ganz normal auf einen Heizkörper hängen, aufhängen, zum anstecken, dazu, fertig. Gell? Und wenn ich das nicht will, wir haben einen mobilen 4 Sanner, dann habe ich ein Mobilgerät. Das ist ein perfektes System.
Du hast mich früher auch eingehend gefragt, warum verwendet ihr da hinten also Kühlrippen, die Kühlrippen? Ja. Und die Kühlrippen ist halt ein Thema, was bei uns zwar auch ähnlich ist. Ja. Du hast mir erzählt, deine Speicher sind aufgebaut, das wird es nachher noch sehen, dass man im Prinzip einzelne Gruppen wieder tauschen kann und wenn irgendwas ist, dass man es reparieren können. So ist es, ja. Das ist halt was Seltenes, oder? Genau, das ist der Punkt. Es fällt nie das ganze System aus. Du kannst einzelne Blöcke sehr einfach mit zwei Schrauben lösen, wenn da irgendwas war. Gell? Und das ist der Riesenvorteil dabei. Genau, und das ist genau das, was bei uns auch ist, das Thema Nachhaltigkeit und Thema Reparaturfähigkeit. Genau. Weil bei uns sind zwei Schrauben, ich tue die Digitalsteuern heute, wo es wie ein Computer ist, mit der Software oben. Im Prinzip, ich habe drinnen zwei Stecker, steckt die an und das war's. Und das funktioniert von den ersten Geräten zurück bis zu den Geräten, die vor 30 Jahren rausgekommen sind, kannst du kompatibel mit der neuesten Steuerung im Prinzip rückwirkend ausstatten. Super. Hättest du im Prinzip aber noch den großen Unterschied. Also einfach kann man es nicht nachrüsten, beim Altbau zum Beispiel muss man jetzt nicht kompliziert da Kabel verlegen, wenn ich eine Steckdose habe und wenn ich einen Neubau habe, dann tue ich gezielt die Stecker dort legen, und dann sehe ich gar nichts mehr, dann habe ich das Panel drüber. Du musst dir heute eins vorstellen, also ist jetzt der kleine Platten, die große, wohlgemerkt, groß unter Anführungszeichen, hat ja bei uns genau die Höhe quadratisch, also 60x60 und hat ja alle 550 Quadratmeter. Ist unglaublich, kannst du auf eine Powerbank draufhängen. Also kannst du mit einer Powerbank, wie sie da jetzt an ist, kannst du heute ganz normal in einem Wohnwagen eine wunderbare Wärme haben und im Prinzip dadurch, dass ich eine Stufensteuerung habe. Weil es nicht dauernd zieht, sondern oft auf Null runtergeht, haben wir gesehen, oder sich einregelt. Das müssen wir mal testen, wie lange das da geht. Du hast bei der Klammer einen Schnitt von 100 Watt auf eine Stunde gesehen und bei der Gräsern sind wir irgendwo bei 200. Könnte man da jetzt bei dem System 15 Stunden draufhängen. Ja, also wenn du sowas bei den 2000 Euro. Also. Ja genau, das ist jetzt ein Prototyp, der geht jetzt in Produktion. Also kann man jetzt bestellen, macht der Freund von uns, den wir wo wir auch Kooperation machen, so wie mit dir, weil wir haben sowas auch gebaut, kann ich euch drüben sagen, aber wenn es das schon fertiger gibt, brauchen wir das Radl nicht erfinden, nicht in Austria auch, werden wir dann noch zeigen, und das kann man zum Beispiel da draufhängen, also 15 Stunden in dem Fall, und wenn ich jetzt da ein paar PV-Paneele dahinter habe, in der Sonne draußen stehen, dann lohnt es sich immer wieder nach, also das ist einmal die Vorstufe von so einem Hausspeichersystem, kriegst du auch kostengünstig, brauchst nichts machen, Plug and Play, fix, fertig, das sind natürlich ideal. Also gut für viele, die was nicht den Campingwagen da draußen haben. Das bist du immer 20 Kilo, also das kannst du doch und dann hast du immer wieder das Thema ein Campingwagen mit Konenswas oder mit Schimmel, das kriegst du mit unseren Platten weg. Also ihr seht es ganz deutlich, das ist im Prinzip. Und auf dem Campingbus haben wir auch schon wie einen Speicher installiert und oben ein paar Paneele. Und da hast du ja gleich mal, was weiß ich, AKW, kannst du gleich mal nachproduzieren. Und somit kannst du das quasi so lange betreiben, es kommt hinten immer nach, da hast die Heizung drin, also auch für mobile Anwendungen perfekt. Aber du hast du mir im Prinzip im Vorfeld, wo wir uns kennengelernt, auch im Prinzip eigentlich signalisiert, dass du jetzt sehr viel negative Erfahrungen mit Anregenfraut hast. Habe ich gesehen, Wir haben ja wirklich da, hast du selber geredet, ein altes Haus, so dicke Mauern und so, und das hab irgendwelche Hersteller halt an die Paneele, die auch noch billig waren, installiert und die kriegt das einfach nicht warm. Also die kriegt das nicht warm, wird schon alles probiert und hin und her. Hat für uns natürlich einen Speicher auch, PV-Module und so weiter, aber das Thema ist halt, wenn du ein altes Haus hast und das noch riesig auch noch ist, dass der Harz fast nicht mehr. Und das hat natürlich, weil du im Prinzip die Luft erwärmst. Und, Luft erwärmst und die Feuchtigkeit in die Mauern drin hast und so weiter und du hast einfach ein Gefühl, es wird nicht warm. Aber das kennst du auch, man hätte es beim Kalten mit was Nasen auf die Natur rausgehst, genau deswegen kühlst du aus. Genau. Aber das ist das, was da draußen eigentlich oft so traurig ist, dass die Leute diesen Hausverstand nicht mehr haben. Weil sonst, wenn sie das im Prinzip nur einmal sich ins Bewusstsein würden führen, dann würden sie draufkommen, bei einem Haus kann ich da auch nichts anderes sein. Wenn da viel Feuchtigkeit drinnen ist, dann kann ich es nicht erhatzen. Also wird der Gebäude, dem wird immer schlechter. Schimmel und so. Der Schimmel, Muffigkeit, Modrigkeit kennt ja jeder, was heute ein altes Haus hat. Das kriegt man mit dem System raus, weil das ist ein Entfeuchtungs- und Harzgerät. Mit den Platten kannst du heute Stammauern bis zu 70 cm trocken legen. Was ich erlebt habe, was die Leute alles aufhören, damit sie ihre Häuser trocken kriegen und so weiter. Und, oder alte Gebäude, alte Schlösser und so weiter. Also wir sind ja da in der Villa Hut, also das ist ja auch ein altes Gebäude und das hast immer das Thema mit dem Heizen dort. Genau so ist es. Und da hast du eine Tiefenwärmung, trocknest die Wand aus quasi. Das Schimmelthema ist erledigt dann und es braucht ultra wenig Energie. Genau, also, das ist eben unser Grundsatz, dass wir zuerst im Endeffekt entfeuchten müssen und dann kannst
kannst du erst Wärme aufbauen. Und das ist auch das, wo unser Panel sich unterscheidet zu allen anderen, weil wenn du eine feuchte Wand hast, wirst du bei uns vorher keine Wärme zusammenkriegen. Du kriegst nur schnelle Wärme zusammen, wenn du die Luft erwärmst. Also hast du wieder Konvektionswärme und keine Strahlungswärme. Das ist genau der große Unterschied. Vor allem die Reichweite, gell? Von die Reichweite ist unglaublich. Ja. Wir haben im Prinzip jetzt, ob die kleinste oder die größten, 24 Meter Reichweite. Also Räume, riesige Räume. Genau. Also. Und damit kannst du jetzt auf eine Raumtiefe von 12 Meter eine Rückreflexion zu der Steuerung dazu. Und deswegen ist ja die Steuerung mit dem Fühler, mit dem Sensor da auf der Seite. Ja, und der Sensor geht im Prinzip in die Prozessoren rein und da drinnen wird das dann verarbeitet, was habe ich für Speicherwärme, was zurückkommt, was willst du haben und parallel in 8 Stufen der Stromverbrauch reguliert. Und das ist Hightech. Es hat ja nicht umsonst 43 Patente weltweit und das ist ja heute im Prinzip unter Anführungszeichen kein Billigprodukt, das ist ein Qualitätsprodukt, aber Qualität hat seinen Preis. Nur wenn ich heute sage, ein normales Einfamilienhaus, kommen wir heute locker, sagen wir mal, mit 18.000, 20.000 Euro mit der Montage, kommen wir auch locker durch. Und dann zahlst du für jede andere Heizung um ein Vielfaches mehr. Wenn du eine Heizung reinmachst und eine Wärmepumpe, dann presst die aus. Gell? Genau, das, und gerade beim Neubau ist es ein Megathema. Wir haben jetzt gerade ein neues Prospekt in Arbeit. Da haben wir dieses Thema massiv aufgegriffen. Ja. Weil die Leute ist nicht bewusst, was kostet heute der Heizraum. Ja, logisch. Weil heute bist du heute mit die Räumlichkeiten bereitstellen und alles. Gell? Aber wie viel hast du heute an 20, 30 Quadratmeter Heizraum? Pelletsheizungen oft noch mehr. Genau. Du brauchst einen Lagerraum auch noch. Wartungsintensiv. Ja, aber rechnen wir mal. 20 Quadratmeter mal 3.000 Euro Kosten pro Quadratmeter. Kostet nur der Harzbereich 60.000 Euro. Das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf das denkt halt keiner, gell? Weil die Quadratmeter musst du bereitstellen und da brauchst du gar nichts. Gell? Ja, genau. Da brauchen wir gar nichts. Wir brauchen bitte ein Kabel. Ein Kabel und dann ganz normale Steckdosen. Eine Steckdose, ja. Und um das Geld, was heute ein Harzraum kostet, was wir eine Durchführung, eine Fußbodenheizung so aufbauten, Schallschutzisolierungen, bei den Wärmepumpen ein großes Thema mittlerweile. Richtig. Ja. Die Vibrationen und das alles. Genau. Photovoltaik, Stromspeicher, unsere Paneele dazu und ihr seid in einem großen Grad in die Richtung Autarkie. Ja. Man immer spielt das Wetter nicht mit, aber du hast ja nur zum Beispiel auch gesagt, da gibt es eine Möglichkeit bei euch über einen Laderegler direkt den Speicher über ein Stromaggregat reinfahren. Das ist ja auch so eine Sache, gell? Ja. Das ist eine Spezialität von uns, weil wir draufgekommen sind. Manchmal hast du halt im Winter die Zeit, da hast du, so wie jetzt haben wir gehabt, schleibst eine Woche lang. Gell? Also, und da kommt halt von der Sonne, es kommt immer noch ein bisschen was ein, also 10% vielleicht. Gell? Also, wenig, aber es ist einfach zu wenig und irgendwann der Speicher leer und wenn du dann einen Stromausfall hast, gell? So, dann ist natürlich fester. Gell? Und deshalb hat man die Möglichkeit, viele haben ja so Aggregate stehen oder schon gekauft, gell? So kleine Stromaggregate kriegst du schon über ein paar hundert Euro, gell? Muss nichts teures sein. Aber das Thema ist, wenn du das jetzt direkt wolltest mit dem Haus verbinden, das ist sehr gefährlich, weil wir gemessen haben, du hast extreme Schwankungen drauf, wenn es belastet wird, überhaupt die Billigprodukte. Und dann kannst du Steuerungen abschießen damit. Gell? Also du hast ist Computer. Überall Netzteile, Steuerungen, das ist sehr sensibel. Also mir ist das selber passiert, die Ladestation von einem Auto habe ich mir abgeschossen, gell, 1000 Euro Schaden. Das ist einfach Forschung, gell, und Entwicklung. Das haben wir alles gefilmt, die sind 1000 Mal angeklickt worden. Und deshalb weiß ich würde auch nicht die teuren Aggregate direkt mit dem Haus verbinden, sondern da ist immer der Speicher dazwischen als Puffer und über Ladegeräte kann man das dann aufladen, dann bist du immer auf der sicheren Seite. Ja. Und das ist das Schöne dabei und dann muss das Aggregat auch nicht rund um die Uhr einen Haufen Lärm und Stinken und Krawall machen, sondern gegebenenfalls 2-3 Stunden laufen, der Speicher ist wieder voll und wenn zwischendurch die Sonne rauskommt, dann brauche ich es eh nicht. Gell. Ja. Also so kann ich theoretisch endlos das weiter betreiben, gell, solange ich halt einen Sprit habe auch noch. Gell. Ja, keine Frage, aber es gibt ja natürlich andere Möglichkeiten auch. Also ich habe es bei Bauern öfter gesehen, die haben natürlich selber Schnaps brennen, du kennst es mit dem Vorschuss. Ja. Kannst du ja Aggregat betreiben. Natürlich. Ja, und damit ist es aber wieder 100% umweltschonend. Und genau so ist und es. Und da brauche ich im Prinzip noch keinen Treibstoff einfügen. Nein, und, das macht nachher noch viel mehr Sinn. Aber das ist da gibt es viele Kombinationsmöglichkeiten. Das Schöne ist ja, im Verein haben wir so viele tolle Mitglieder dabei. Und eine kennt sich nur aus, der andere auch. Und so entsteht halt etwas, was es so noch gibt. Es passiert halt ein Netzwerk und viele Leute da draußen sind auf der Suche. Deswegen, wir haben schon viele Projekte jetzt mittlerweile gemacht. Ja. Aber natürlich, diese Synergien suchen viele. Genau. Und dadurch, dass wir halt auch der Generalvertrieb für Österreich und Deutschland sind, habe ich natürlich auch gesagt, ich möchte mit dir ein Video machen, das heute auch unsere ganzen deutschen Kunden und natürlich zukünftige Aber jetzt gerade Leute da aus Deutschland, aber ich kenne ihn. Aber das ist natürlich super, dass im Prinzip alle was davon sagen. Ja, top, ja.
Wir möchten wir jetzt da noch dazu was sagen. Ja, genau. Also das werden wir jetzt im Prinzip im Detail einmal filmen. Genau. Also ich stecke mal die Heizung einmal da an, gell, dass genau, du das siehst. Genau. Und jetzt das ist jetzt das ganz neu, also ihr seht das jetzt als erstes. Das ist gestern, ist dieser Prototyp gekommen, ja. Und die Prospekte kommen, habe ich schon da liegen und wird ab nächster Woche ausgeliefert, gell, wenn man das bestellt. Und wir haben es gleich getestet und haben jetzt dieses Modul da draufgehängt. Und erstaunlicherweise braucht das sehr, sehr wenig Energie. Schauen wir das einmal ein bisschen aus der Nähe. Man sieht genau, jetzt an unserer Digitalsteuerung. Ich filme jetzt extra wieder zu. Man sieht schön, dass die blinkt, gell. Und wenn ich jetzt da meinen Finger auf die obere Taste tue, kann ich den Impuls natürlich, wenn ich es jetzt nach oben stellen darf, hat man sehen, bei 22 Grad, also sprich Oberflächentemperatur, würde er erst auf 0,28 kW, und das wirst du mal bestätigen, das ist nichts. Genau, das ist die maximale Leistung. So, ja. Aber jetzt passt auf, wenn der jetzt am Blinken anfängt, dann reduziert er, und wenn der jetzt noch weiter blinken anfängt, dann sieht man, umso langsamer der Impuls, du siehst das jetzt, Harald, umso weniger Stromverbrauch haben wir. Ja, logisch, ja. Genau. So, aber jetzt werden wir mal da drauf schauen. Du hast ja da drauf auch einen Wattzähler. Eine Wattanzeige, momentan zieht er gar nichts, obwohl er aktiv ist, gell? Genau. Weil eben diese Steuerung eben das einregelt. Schau, jetzt geht es kurzfristig auf. Gell? Jetzt ist er von 85 auf 385. Genau, das hat aber damit zu tun, der Speicher ist ja Gleichstrom und das ist ja Inverter. Gell? Das heißt, da wird ja umgewechselt auf Wechselstrom und da hast du natürlich gewisse Wechselverluste dabei, das ist natürlich ein bisschen mehr, was er da jetzt zieht. Gell? Ja. Aber wie man sieht, geht das jetzt oben und regelt sich ein. Ja, genau. Da müssen wir heute halt jetzt eine ganze Stunde messen. Wir haben es jetzt eine halbe Stunde dabei gehabt. Man sieht, es ist fast nichts weniger geworden. Ja. Genau. Und, wenn er jetzt eine ganze Stunde misst, dann, so wie du gesagt hast, kommen ungefähr 100 Watt im Schnitt raus, was ja bei so einem Modul eigentlich aber gar nichts ist. Man sieht es jetzt da ganz deutlich. Genau. Wenn man da jetzt auf die Messung schaut, also die misst in diesem Intervall. Und es ist sehr, sehr 117. wenig, was 117 und dann geht einmal kurz auf und dann fällt er auch wieder. Und das ist aber jetzt genau das, was da so interessant dabei ist. Wenn man jetzt bedenkt, dass das dann von den Stromkosten sich relativ schnell amortisiert und man das sogar auf so einem mobilen Speicher betreiben kann, geschweige denn dann auf einen großen Speicher oder mehrere Speicher, weil unser System hat ja den Vorteil, dass das beliebig skalierbar ist. Gell? Ja. Und viele, die einen Speicher haben, die werden förmlich süchtig danach. Die sagen so, jetzt will ich weiterbauen, nur ein paar Paneele dazu und so weiter. Gell? Also von denen geht das wahrscheinlich da 5-6 Jahre ohne Probleme laufen lassen. Gell? Kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Darf das mit einer anderen angehen? Wahrscheinlich nicht, weil wenn du es konstant das ziehst, gell, nicht. Und wenn ich jetzt aber die PV draußen noch dazu hängen, ich könnte jetzt Module anhängen, dann könnte ich da beliebig vorne nachbuffern, gell, und hinten kann ich rausnehmen. Das ist ja super. Und im Winter, selbst im Februar, jetzt nehmen wir an, ich habe da 4 Module dabei, 240 Watt, habe ich 1 kW Leistung. Gell? Ja. Das heißt, hinten kommt 1 kW rein und vorne nimmst du jetzt nur ein paar hundert Watt raus, kann ich beliebig da weiterfahren. Ja? Also das ist schon sensationell. Ich kann meine USB-Geräte laden, mein Laptop, ich habe einen 12-Volt-Anschluss da. Ja. Also ich kann da sozusagen auch einen Kühlschrank aus dem Autobereich anhängen, gibt es ja auch auf Gleichstrombereich. Ich habe da ein Licht dabei. Und das ist jetzt ganz was Neues. Also das haben wir gar nicht vorgehabt, aber ich werde es jetzt dann in Villach, beim ersten Vortrag, haben wir jetzt in Villach einen Vortrag, dann genauer präsentieren. Und so haben wir für jeden etwas dabei. Gell? Also für jeden. Und was noch interessant ist, kannst du vielleicht einmal sagen, das sind die 3D-Drucker. Also wir versuchen vieles selber zu drucken, so wie die Halterungen da und so weiter. Weil diese Plastikhalterungen aus China haben wir am Anfang gekauft, wollen wir auch selber produzieren. Also wir versuchen, dass wir die Wertschöpfung maximal da machen. Das ist Maisstärke. Gell? Das macht bloß ein Mocker. Nein, natürlich. Du hättest auch wieder um das Umweltthema. Aber ich würde sagen, Harald, wir gehen jetzt einmal kurz zeigen wir, wie so ein Speicher ausschaut. Genau. Wir haben jetzt die nächsten Systeme vorbereitet. Die sind noch nicht bestückt mit den Zellen. Ja. Da sind zwar die Balance, ein Batteriemanagementsystem ist schon drinnen. Und so ein Kosten hat dann, wenn er fertig ist, 70 Kilo. Im Vergleich zu zum Beispiel einem Salzwasserspeicher mit derselben Kapazität musst du rechnen, 600 Kilo. Gell? Also von 12 kW rennen. Von 12 Kilowattstunden Kapazität. Die baut sich auf kleine Serverschränke auf. Gell? Das ist ein schönes, kompaktes System und kann transportiert werden, weil die Zellen erst danach dann bestückt werden. Gell? Okay. Seitlich hat man noch das Batteriemanagementsystem, was das Ganze sehr komplex überwacht, mit App, mit allem drum und dran. Also du hast da ein komplett modernes System. Dann. Okay. Gell? Also das hier ist unser komplettes Test-Setup, da werden die Zellen auf Herz und Nieren geprüft und da wird ein Workflow gemacht, wo dann verschiedene Tests drüber laufen und die Qualität bestimmt wird. Mhm. Das ist das Refreshing-Setup, wo dann mit hochfrequenten Impulsen, wie man da drauf sieht, gell,
die Zellen sozusagen wiederbelebt werden. Ja. Mhm. Und da gibt es eben das komplexe Verfahren, wie das dann und letztendlich... Und die geprüften Zellen? Genau, oder? Die haben dann ein Label drauf und da wird dann bestimmt, wie viel Speicherkapazität sie noch haben. Okay. Und selbst die schwächeren kann man wieder verwenden, aber dann halt nur mehr für USB-Powerbank okay. oder eben für Taschenlampen und so. Also die werden okay. nicht für den Speicher eingesetzt. Ja. Okay. So, und du hast jetzt einen so fertigen Block, oder? Das ist ein einzelner Block, der bis zu 230, 240 Amperestunden hat, ja. separat abgesichert. Das heißt, jede einzelne Zelle ist noch einmal zusätzlich abgesichert, obwohl ja. sie eine interne Sicherung hat. Ja. Und dieser Block hat dann 4,2 Volt, aber okay. bis zu 230 Amperestunden, was zum Beispiel so eine große Traktorbatterie zum Beispiel hat, gell, hat dieser eine Block. Und das mal 14 ergibt dann Hausspeicher. Ja, ja. Aber so schaut das aus, nur halt eine Reihe mehr, was wir bei den Häusern verwenden. Da sind die Blöcke drinnen, da hast du natürlich auch, wenn du willst, ein Touchscreen dabei, wo du die einzelnen Zellen siehst und so weiter. Und da ist die komplette Technik verbaut und mit Laderegler und mit PV-Modulen kann man das dann natürlich kostenlos aufladen. Ja, jetzt haben wir gesehen, was da alles möglich ist, gell? Und genau. Wir würden uns natürlich freuen, wenn der eine oder andere vielleicht zu uns zum Workshop kommt. Gell? Wir bieten 3 verschiedene Workshops an. Hausspeicher-Workshop, Tages-Workshop, Photovoltaik-Spezial-Workshop, wo man selber lernt, was man achten muss, dass man sich selber das aufbauen kann und auch den Refreshing-Workshops. Das findet ihr auf unserer Homepage www.plasmatechinstitut.com, also plasmatechinstitut.com. Ich verlinke noch einen im Prinzip, also unter dem Video ist. Genau. Du findest die ganzen Links da. Wir haben einen YouTube-Kanal auch, den könnt ihr genau. da verlinken, ja, genau. wo wir haben gegenseitig das drauf, weil ich habe tolle Videos drauf, wir haben tolle Videos drauf, wo man sich das anschauen kann, wo die Forschungsanlagen sind, unsere genau. Mitglieder. Genau. Und so gesehen, ja, sehr nett, dass du gekommen bist, dass dir das angeschaut hast. Danke für deine Zeit, ja. Dass du so einen Workshop einmal besucht hast, ja, und ich freue mich schon auf die Kooperationen, auf die weiteren, ja, und unsere Anlagen. Wenn sie dann mit deinen tollen Module bestückt sind und die Heizungen, also die Heizung dann läuft und im Winter das auch mit unserem Akku kombiniert ist, das dann werden wir auch mal filmen. Gell? Dann geht es in die Richtung ja. Freiheit und vor allem, genau. es geht halt dann in die Richtung keine Harzkosten mehr, genau. keine Stromkosten genau. mehr und kein Warmwasser und genau. vor allem auch keine Wartung und kein Verschleiß. Das genau. sind die 5X sein, genau. wo eigentlich alle Leute hinwollen. Und in diesem Sinne, viert euch, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gebt uns liken und schaut auch auf unserer Homepage www.infrautimmel.at oder in unserer Gratis-App. Du hast sehr, glaube ich, auch drauf. Die gefällt mir, ja, genau. ganz gut. Super, ja. Ladet es euch. Bis bald. Viert euch. Danke, tschüss.